Shalom Aleichem, guten Morgen allerseits. Wir sprechen heute über Girsa Diankuta, das heißt das Lernen als Kind. Ein Kind ist wie eine frische Tinte und ein weißes, saubere Blatt oder Pergamentpapier. Alles, was man ihm erzählt, bleibt bei ihm für ewig. Warum? Weil das Kind ist voller Freude, sorgenlos, keine Probleme. Alles, was man ihm erzählt, bleibt im Kopf. Steht in die Mishnah von Elisha ben Avuya, wenn einer lernt als Kind volle Hingabe, volle Begeisterung, volle Freude, diesen Sachen, was er hat gelernt als Kind, ist so wie eingravierte Buchstaben auf einen Stein. Und das, was man lernt als ältere Menschen, es ist wie alte Tinte und alte Papier und eine Sand ins Meer. Also man lernt heute, man vergisst morgen, aber das, was man lernt als Kind, bleibt länger. Steht in Talmud geschrieben, dieser Begriff Girsa de Yankuta, das Lernen als Kind, nur einmal in Talmud in Shabbat. Wenn es geht über die Geschichte von Chanukka, Abaya hat gehört eine Erklärung von Jirmia und es hat ihm nicht gefallen. Und wenn Rabbi Yochanan hat erklärt, hat gesagt, oh, das stimmt, weil so kann ich mich erinnern als Kind. So kann ich mich erinnern als Kind. Das heißt, das, was der Mensch in seiner Kindheit gelernt, es ist stark, stabil, eingraviert und geht nichts vorbei. Rashi sagt, das, was der Mensch hat gelernt in seiner Kindheit, bleibt viel stärker in seine älteren Jahren. Warum erzähle ich euch das alles? Mein Papa, mein Vater, Rav Yehoshua Raskin, Schlitter, so lang leben, gesund und munter. Ich kann mich erinnern, als Kind habe ich mit ihm immer gerne in Auto gefahren. Er war immer ungewöhnlich. Sehr besondere Radioprogramme hat er gehört, von klugen Menschen, habe ich mit zugehört. Es war damals kein Telefon. Und er hat gehört verschiedene Leute oder hat er ausgemacht dem Radio und sehr wenig kurze Sätze gesprochen. Ich kann mich erinnern, als Kind, eine Situation, die bei mir in den letzten Tagen kommt sehr viel als Erinnerung und eine Déjà-vu. Das war in Autobahn 445 Richtung Emek Ayalon zu Latron. Wenn man dort fährt, sieht man einen riesigen, riesigen Mond. Und mein Papa mit seinem russischen Akzent sagt, Shemesh begivo in doim vejoreach beemek ayoloin. Also die Sonne ist in Gibbon Haare gestanden, Dom, und der Mond in Tale Ayalon. Es war ein Krieg, genau am 3. Tammuz. Die fünf Könige von Süd wollten einen Krieg, einen Kampf führen mit den Givonim. Aber die Givonim haben geschlossen einen Frieden mit den Ivrim, mit Joshua und mit dem Volk. Und jetzt als gute Kollegen, Joshua muss helfen, die Givonim. Sie haben gemacht einen Bund. Gerade in diesem Ort, Emek Ayalon, in diesem Tal, nicht weit von Latrun, war ein großer Krieg. Und es war am Freitag. Und es ist bald Schabbes. Und am Schabbes darf man nicht weiter kämpfen. Was hat Gott gemacht? Er hat die Sonne gestoppt. Jetzt, was hat er gestoppt genau? Wie war die Wunder? Pirke, der Rabbi Eliezer, sagt, die Sonne ist gestanden
und auch alle Sterne und Planeten haben gestanden, bis der Krieg ist zum vollständigen Sieg angekommen. So sagt Rabbi Eliezer. Rabbi Chasdai Karkas und Ralbag, sie sagen, die Sonne ist nicht gestanden, sie ist nur gegangen ein bisschen langsamer. Normalerweise die Sonne geht, ihre Kreise, Runde sind ganz schnell. Ich weiß nicht wie schnell, aber die sind schnell. Aber jetzt an diesem Freitag, Gimel Tammuz, am 3. Tammuz, die Sonne ist gegangen ein bisschen langsamer, damit sollen sie weiter im Krieg siegen und damit die Sonne in Gibbon Hare und der Mond in Tale Ayalon. Was lernen wir von dieser Sache? Diesen Ort in Autobahn 443, in die, eine von der, die bringt zu dem größten Autobahn in Israel, Quisch, Straße 1, Autobahn 1. Das ist so wie bei uns A3 bis Basel. In Israel Autobahn 1 ist bis Jerusalem, die größte Autobahn Israel. Und diese Straße, wo wir hier gefahren, mein Papa hat immer gesagt, Shemesh begivo in Doim. Die Sonne ist gestanden geblieben in Gibbon. Und Yoreach be'emek Ayalon und der Mond in dem Tal Ayalon. Jetzt stell dir vor, ich bin ein Kind. Ich bin schon über 50 Jahre. Und dieser Satz ist mir hängen geblieben. Und ich frage mich, wieso mein Vater wollte gerade diesen Satz sagen. Wo hat er das gelernt? Bei wem? In Samarkand? In Russland? In Gorki? Nizhny Novgorod? Wo hat er das gelernt? Dieser besondere Satz von dem Tanach. Wo hat er das gelernt? Dass heute, als viele Jahre später, die ich habe schon großen Appetit, Lust und Freude, dem Nach zu lesen, kommt bei mir so präsent und so hängen geblieben, diesen Pasuk, was mein lieber Papa hat mir gesagt als Kind. Da siehst du, wie wichtig ist das, unsere Benehmung, unsere Handlung mit den Kindern. Kinder vergessen nicht. Die sind rein. Die sind offen. Die sind echt. Die sind original. Die sind ein frischen Pergamentpapier. Die sind eine frische Tinte. Das, was du schreibst, das bleibt es. Und deshalb muss man wirklich sehr, sehr achten. Und man sieht, dass jeder Mensch hat Muttersprache. Das, was er hat gelernt als Kind. Gerade bei uns, Seniorenheim oder Tagespflege, habe ich etwas sehr gut erkannt. Wenn Menschen werden alt und sie wissen sehr viele Sprachen, Französisch, Englisch, Deutsch. Wenn man wird alt, was beginnt man zu sprechen? Muttersprache. Das, was hat man gelernt als Erste. Weil das bleibt eingraviert, das bleibt engen, das bleibt für ewig da. Nicht nur Muttersprache von Kindheit, sondern auch Geld zählen. Du kannst wissen viele Sprachen, Englisch, Deutsch, Französisch, aber wenn du zählst Geld und du willst sicher sein, mit welcher Sprache zählst du? Muttersprache, warum? Weil das ist bei dir stabil, da bist du sicher, da fühlst du dich wohl eingekommen zu Hause. Ich möchte heute in diesem kurzen Shiur, dass wir reden heute über die Sonne, die gestanden geblieben am Gimel Tammuz, bedanken meine liebe Eltern Rivka und Rav Joshua, die haben uns als Kinder so viel Weisheit, Wegzeige, Vorbild gezeigt. Und
Insbesondere für meinen Papa möchte ich bedanken für die kurzen, klugen Sätze, die hat er von Zeit zu Zeit so wie von Pistole geschossen. Ich verstehe nicht, wieso. Schemesh begivoin doim, vejoreach beimekajoloin. Also es ist ihm gekommen wie eine Déjà-vu von seiner Kindheit. Und ich weiß nicht, woher. Versteht ihr? Also der hat so plötzlich im Auto gesehen, so einen vollen Mund. Und immer, wenn wir sind dort gefahren, hat er gesagt, diese Passuk, diese Vers, diese Passus. Und deshalb es ist mir heute gedacht, gerade weil wir stehen jetzt morgen Abend, ist Gimel Tammuz, dritten Tammuz. Ich möchte auch da erinnern an meine lieben Eltern, sollen gesund sein und uns so viel gegeben. Und euch alle, liebe Bewohner, die haben bestimmt gute Sätze, Klugschaft, Lebensweisheit auch bestimmt genommen von euren Eltern, auch wenn ihr seid schon heute über 80 und manche sind sogar über 90. Trotzdem, das, was hat man gelernt als Kind, bleibt etwas sehr stark eingraviert. Stimmt? Egal wie viele Jahre bist du, aber bist du noch in dir noch immer ein großes Kind. Also die Kindheit geht nie weg. Und ich werde schließen mit einem Gedanke von die Lubavitcher Rebbe, der auch am Gimel Tammuz von dieser Welt physisch verschwunden. Der Rebbe hat gesagt, dass das Begriff Lernen wie ein Kind heißt nicht Vergangenheit. Damals habe ich gelernt wie ein Kind, mit Freude, mit Begeisterung, mit voller Überzeugung, sondern auch heute. Wenn ein Mensch ist neugierig, ist er jung. Wenn ein Mensch hat kein Interesse mehr, ist er alt. Ein junger Mensch interessiert sich über die Zukunft. Ein alter Mensch spricht die ganze Zeit über die Vergangenheit. Und deshalb, egal wie alt du bist, wir sollen immer lernen wie ein Kind, mit einer frischen, saubere Tinte und mit einem sauberes weißes Blatt. Ich wünsche euch noch eine schöne, wunderbare Tage. Ciao, ciao. Danke.